Haben wir eine Intoleranz, haben wir eine Unverträglichkeit oder haben wir eine Allergie? Und somit ist mein Tipp für euch, bitte frische regionale Produkte oder auch lieber. Wenn es um die Themen Ernährung und Gesundheit geht, haben viele Menschen Fragen. Unser breites Netz an Experten und Expertinnen bringt Licht in den Faktendschungel und überprüft eure Hypothesen. Dr. Karl Meißner ist Chirurg, Ernährungsmediziner und Therapeut in Magdeburg. Als Buchautor und TV-Arzt bekannt, kann man seine Ratschläge oft in Vorträgen und Kolumnen hören. Das Thema Lebensmittelintoleranzen läuft oft noch unter dem Radar. Seine Expertise wird aber gut vertragen und hilft euch weiter. Können meine Verdauungsbeschwerden an Lebensmittelintoleranzen liegen? Verdauungsbeschwerden können natürlich auch an Lebensmittelintoleranzen liegen. Diese herauszufinden erfordert manchmal Detektivarbeit. Hierzu könnt ihr ein Ernährungs- oder Beschwerdetagebuch nutzen. Das führt man in der Regel über 2 Wochen und kann dann Rückschlüsse ziehen, was habe ich gegessen, was habe ich vertragen oder wo kommen meine Beschwerden her. Lebensmittelintoleranzen sind nicht heilbar. Wenn man sie hat, muss man damit leben lernen. Lebensmittelintoleranzen sind in der Regel nicht heilbar, denn wenn das Enzym in der Darmwand fehlt, kann es nicht einfach von außen reingebracht werden. Man muss lernen, damit zu leben und die bestimmten Auslöser einfach wegzulassen. Habe ich eine gewisse Sensibilität gegenüber verschiedenen Lebensmitteln, kann ich hier auch durch gezielte Ernährungstherapie, das heißt in kleinen Mengen, auch den Körper so unterstützen, dass ich eine gewisse Verträglichkeit schaffe. Wichtig ist, wir müssen ganz klar differenzieren, haben wir eine Intoleranz, haben wir eine Unverträglichkeit oder haben wir eine Allergie. Eine Unverträglichkeit, das kann ganz verschieden sein. Das muss nicht die Unverträglichkeit des Lebensmittels sein, es kann auch ein Giftstoff sein. Eine Allergie erfordert immer eine Immunantwort. Das heißt, hier muss der Körper in einer Gänze, in einer Art allergischen Reaktion, rote Haut, Pusteln oder ein Schüttelfrostgefühl reagieren. Und bei einer Intoleranz kann ein einfacher Enzymdefekt, wir kennen es aus der Laktose oder auch Fructose, Fruchtzuckerunverträglichkeit, die Ursache darin haben. Glutenunverträglichkeit ist nur ein Hype. Früher haben auch alle Brot gegessen. Ist nun Glutenunverträglichkeit ein wirklicher Hype? Wichtig ist, Gluten ist nur ein Klebereiweiß. Es macht, dass unser Teig besser zusammenklebt und wir ihn besser formen können. Es hat nichts mit einer gesunden Ernährung zu tun. Es gibt aber den einen oder anderen, dem fehlt der Abbaustoff oder das Enzym, um das Gluten, das sprich Klebereiweiß, abbauen zu können. Und was ist die Folge? Durchfall, Unwohlsein, Bauchschmerzen, Schwäche, Schwindel. Früher hat man es einfach akzeptieren müssen. Du hast Durchfall, hab dich nicht so. Heute können wir durch gezielte Diagnostik und auch durch gezielte Therapien diese Sache bekämpfen oder auch lebensmitteltechnisch therapieren. Wichtig ist nur, Gluten ist nicht gleich Gluten. Wir haben eine Vielzahl von glutenhaltigen und auch glutenfreien Lebensmitteln. Bitte schaut drauf, Gluten ist ein Klebereiweiß und in Wurstwaren sowieso nicht enthalten. Es muss nicht speziell glutenfrei draufstehen, nur um es ein extra teurer zu machen. Zuckerfreie Produkte können Fructose-Glucose-Sirup enthalten und versteckte Intoleranzen befeuern. Fructose-Glucose-Sirup können natürlich auch Intoleranzen von innen befeuern. Unverträglichkeiten sind meist nicht schwarz und weiß, sondern es sind Mischmaschformen. Der eine, der Laktose, also Milchzucker, schlecht verträgt, verträgt vielleicht auch manchmal den Fruchtzucker schlecht. Wenn ich nun mit Glucose oder Fructose-Sirup arbeite, haben diese viele Stabilisatoren drin, die schädigen unser Mikrobiom und bringen den Stoffwechsel auch im Darm durcheinander. Die Folge ist, die Beschwerden werden meist mehr. In der westlichen Welt können Erwachsene mehr Laktose vertragen als Menschen aus asiatischen Ländern. In der westlichen Welt vertragen Menschen besser Laktose als in Asien. Die Ursachen sind multifaktoriell, das heißt, es gibt ganz viele Bausteine. Die Unterschiede sind nicht nur im genetischen Pool, sondern auch in der Ernährungsweise. Wir in der westlichen Welt ernähren uns eher fleischlastig und im asiatischen Raum ist es eine pflanzenbasierte Kost. Das nächste ist, Laktoseunverträglichkeit kann jeder entwickeln. Es hat auch etwas damit zu tun, ob wir den Körper aktivieren oder deaktivieren. Bis zum 18. Lebensjahr trinken wir relativ viel Milch und damit wird unser Enzymsystem in Form von Laktoseabbau gefördert. Zwischen dem 18. und 50. Lebensjahr trinken wir weniger Milch, haben weniger die Konfrontation mit Milchprodukten oder Milchzucker. Das Enzym wird ganz klar runterreguliert. Und wenn wir dann anfangen, wieder mit dem 50. Lebensjahr viel Milch zu trinken, dann kriegen wir Durchfall und wundern uns, dass wir es nicht vertragen. Deswegen ist die Laktoseunverträglichkeit nicht nur ein seltenes Phänomen, sondern fast eine Volkskrankheit geworden.
Nicht-Unverträglichkeit nach Antibiotika ist immer wieder ein Thema. Antibiotika wirkt ja nicht nur an den schlechten Zellen, sondern auch an guten Zellen. Hier ist es wichtig, erstmal das Produkt zu meiden. Das heißt, wirklich darauf zu achten, milchzuckerfrei sich zu ernähren. Und nach einer gewissen Zeit, ob es 3 Wochen sind oder 4 Wochen sind, das mag ich gar nicht sagen, wieder in kleinen Mengen zu probieren, vertrage ich es oder vertrage ich es nicht. Intoleranzen können nicht schnell und einfach nachgewiesen werden. Der Prozess ist langwierig. Der Prozess zum Nachweis von Intoleranzen kann mitunter sehr schwierig sein. Patienten und Patienten gehen zum Arzt und haben Unwohlsein, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, auch mal eine Nesselucht, das heißt Hautausschlag. Keiner weiß so wirklich, wo die Ursache liegt. Man macht Labor, man macht ganz viele verschiedene Untersuchungen und in der Regel kann man es durch ein Beschwerde- oder Ernährungstagebuch sehr gut filtern. Das heißt, hier können wir ganz klar Rückschlüsse ziehen, was habe ich vertragen, was habe ich nicht vertragen und dafür eine spezifische Diagnostik und Therapie einleiten. Verarbeitete Lebensmittel und künstliche Zusatzstoffe können unbemerkt ebenfalls Grund für Intoleranzen sein. Stark verarbeitete Lebensmittel können natürlich Intoleranzen unterhalten oder auch befeuern. Und somit ist mein Tipp für euch, bitte frische, regionale Produkte oder auch lieber Tiefkühlobst und Gemüse als aus der Dose. Eine Fructoseintoleranz kann durch einen einfachen Atemtest sicher nachgewiesen werden. Fructoseintoleranzen können in der Regel ganz einfach mit einem Atemtest bestimmt werden. Das ist vollkommen richtig, aber der Weg bis zum Fructosetest ist meist langwierig. Unspezifische Durchfälle, Bauchschmerzen führen unterschiedliche Patienten immer wieder zum Arzt und keiner denkt vielleicht an eine kleine Fruchtzuckerunverträglichkeit. Auch die Milchzuckerunverträglichkeit kann wie die Fruchtzuckerunverträglichkeit durch einfache Tests im Labor nachgewiesen werden. Wichtig ist, diese zu erkennen und auch diese zu behandeln. Denn der ständige Kontakt mit Dingen, die der Körper nicht verstoffwechseln kann, führt zu Entzündungen, diese können sich chronifizieren und diese Prozesse können weitaus schlimmere Beschwerden und auch Erkrankungen auslösen. Histaminintoleranz kann es nicht geben, da es ja ein körpereigener Stoff ist. Histaminintoleranzen ist immer wieder ein Problem und ja, sie gibt es wirklich, obwohl es ein körpereigener Stoff ist. Wir kennen Autoimmunerkrankungen, wo der Körper selber Abwehrzellen gegen sich bildet und Histamin ist ein Produkt, was wir sowieso in unserem Körper tragen, aber der Abbau ist hier gehindert. Verschiedene Enzymketten sind defekt und somit müssen wir gerade in unserer Ernährung genau aufpassen, was wir essen, um nicht die Histamine zusätzlich auszuschütten. Die Folge sind vom einfachen Schwindel bis zu Unwohlsein und zu allergischen Reaktionen. Diese können auch lebensbedrohlich werden. Bestimmte Intoleranzen können sich auch im Laufe des Lebens ändern, so auch die Histaminintoleranz. In der Regel ist es so, gerade wenn Frauen betroffen sind, die schlecht Rotwein oder Käse vertragen, weil sie eine Histaminintoleranz haben, kann es mit Eintritt der Menopause, das heißt, wenn sich das Hormonverhältnis vom Östrogen und Progesteron ändert, eine deutliche Besserung bringen. Ob es an den Hormonen wirklich liegt, das kann der Spezialist auf dem Gebiet, der Hormonarzt und hier im Bereich der Frauenheilkunde, der Frauenarzt klären. Die Symptome von Intoleranzen sind meist unspezifisch und der Prozess, bis diese erkannt werden, ist oft langwierig. Wie erkenne ich eigentlich Intoleranzen? Das ist nicht ganz einfach. In der Regel ist es ein langer Weg, wo ich ein Beschwerdetagebuch, ein Ernährungstagebuch führe und dann entsprechend auf Grundlage dieser verschiedene Labor- und auch Stuhluntersuchungen machen muss. Multiintoleranzen sind eine Sache, die immer häufiger zutage treten. Es kann sein, dass eine Fruchtzuckerunverträglichkeit, eine Milchzuckerunverträglichkeit vorliegt und dann kommt auch noch Gluten dazu. Diese Multiintoleranzen sind manchmal sehr beschwerlich für unsere Patienten und hier muss ganz klar gesucht werden, woran liegt es oder ist vielleicht eine chronisch entzündliche Darmerkrankung die Ursache hierfür. Das war heute unser Faktencheck zum Thema Lebensmittelintoleranzen. Hat es euch gefallen, dann bitte lasst ein Like da und wollt ihr noch mehr wissen, schreibt in den Kommentaren. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich freue mich. Und wenn du noch mehr Faktenchecks sehen willst, dann klick einfach hier.